Shalom Aleichem. Eind will mir reden wegen drei wichtige jiddische Persönlichkeiten. Der erste ist der Dichter Motl Grubian, wo es geboren geworden dem 12. April 1909 in dem Städtel Sokolivki, Kiewer Gegend, Ukraine. Früh ungeheben zu arbeiten, war Munib in der Fabrik, aber Goren Giechen gekommen in Minsk, wo hat verendigt in 1838 dem Literarischen Fakultät beim Pädagogischen Institut. Seine ersten Lieder hat Motl aufgedreht in der Charkower jüdischer Kinderzeitung Sei Great. Im Juni 1941 ist freiwilliger Weg auf dem Front und in 2 Jahren nach einer schweren Verwundung demobilisiert geworden und gekommen in Moskau. Dort arbeitet er wie ein Redakteur in einem jüdischen antifaschistischen Komitee. Noch in den studentischen Jahren erscheint in Minsk seine erste Liedersammlung, wo es ihm gleich bewiesen wie ein originellen Dichter mit einem bilderischen Wort und mit einer Neigung zu philosophischen Benehmen. Auch die Eigenschaften haben später sich vertieft und verbreitert, was ob ihm gemacht Hashem von dem besten Poet zwischen dem zweiten Dor jüdische sowjetische Lyriker. Für sein Stil ist charakteristisch volkstümliche Bilderischkeit. Der Hauptgenre von seiner Poesie ist die lyrische Miniatur, durch welcher schildert, sei aktuelle Probleme von seiner Zeit, sei persönliche, subjektive Überlebenschen. Gestorben ist Motl Grubian in Moskau in 1972. In dem Tag, dem 15. April 1889, ist in Kiew geboren geworden Moshe-Aaron Rafalsky, ein wichtiger Theatertier und Regisseur. Seine theatrale Bildung hat bekommen in seiner Heimstadt in der dramatischen Schule von Solovtsov, wo hat sich gelernt bei der berühmten russischen Aktrice Savinov. Rafalsky hat schon gern gespielt in dem russischen Theater wichtige klassische Rollen. Aber in 1918 hat mit einer Gruppe jüdischer Tier gegründet in Charkow dem ersten jüdischen Theater in Ukraine, Unser Winkel. Mit dem Theater hat Rafalsky gewandert über ein Land bis mit umgekommen in Weißrussland, in Witebsk und später in Minsk. In 1921 hat Rafalsky geschaffen ein Theaterstudio, mit welcher es gefunden in Moskau, sie bekommen dort eine professionelle Ausschulung. Auf dem Gesot von der Studie hat Rafalsky in 1926 geschaffen in Minsk dem weißrussischen melodischen jüdischen Theater. Zu seinen wichtigsten Aufführungen gehören in Polnisch auf der Kate von Itzhak Leibusch Peretz, der Jonte von Kasrilowke, Leut Sholem Aleichem, Shakespeare's Shylock, Kushnirovs, Irsch Leckert und andere. Im Jahr 1937 ist Moshe-Aaron Rafalsky arrestiert geworden und umgekommen in die Lager von Gulag. In zum Sof will mir der Monen die jüdische Aktrice und Sängerin Hanne Guzik, wo sie so geboren geworden am 15. April 1909 in Minsk. Ihre Eltern Janke und Rosalia Guzik sind gewesen bekannte jüdische Akteuren, wo sie noch gespielt in Avrum Goldfadens Theater.
versteht sich, als die theatrale Karriere von seiner Tochter Hanne hat sich umgeben sehr früh. Vor der Zweiten Weltmalchume hat Hanne Guzik gearbeitet Zeit auf Russisch in dem Leningrader Theater von Komödie, wie auch in Kiewer und Charkiwer Operettetheaters. In den 50er, 60er Jahren sind Hanne Guzik und eine andere jüdische Aktrice Siddetal gewesen von den gezählten jüdischen Akteuren, welche pflegen auftreten mit jüdischen Programmen im Sowjetenverband auf Jiddisch. In 1973 fuhrt Hanne Guzik in Israel und dort hört man schon mehr nicht von ihr wie wegen einer jüdischen Aktrice. Sie ist gestorben in Tel Aviv im Jahr 1994. Lassen wir jetzt einen Neuzug von dem bekannten Lied Warnitschkis gesingen von Hanne Guzik. Und Bäume und Schmalz, a Teppel hat sie kochen, die waren nicht hier.